habe mir bei eBay eine analoge Kamera aus den 80er Jahren ersteigert, inklusive drei Objektive, einem Blitz und einer Tasche. Wie die Kamera aussieht und beziehungsweise was für eine Kamera ich mir bestellt habe, beziehungsweise wie auch die Objektive aussehen, über das soll es heute mal in dieses Video gehen. Also viel Spaß! Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michi, ich bin ein sehr großer Freund der Analogfotografie und ja, heute nehme ich mal mit ND-Filter auf. Ich hoffe, das passt so und ihr könnt mir ja auch schon mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Bild findet. Ersteigert habe ich das Ganze für 50 Euro plus Versandkosten von 6,99 €, also eigentlich nicht viel. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns als erstes mal den Blitz an. Und ja, hier auch so in einer schicken Ledertasche. Das müsste sogar noch die Originaltasche sein. Und hier haben wir auch den Blitz von Agfa. Ja, ich habe ihn schon gestern mal ausprobiert an meiner Fujifilm-Kamera. Also er funktioniert einwandfrei und ja, er hat einen ordentlichen Bums. Also, boah, er macht richtig hell. Ich habe mich mal selber angeblitzt und dann habe ich erst mal nichts gesehen. Das war auf jeden Fall keine gute Idee. Also mit dem Blitz werde ich auf jeden Fall keine Leute, also nicht in der Porträtfotografie oder wo ich direkt hier irgendwelche Menschen fotografiere, hier blitzen, sondern eher so Objekte so zur Aufhellung. Und ja, genau, hier hinten haben wir auch so eine Skala. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen kann. So. Hier, wie weit man eben weg oder die Entfernung auf eben das Objekt. Und dann kann man hier eben an diesem Drehrad kann man dann eben drehen, was für ISO-Werte man hat. Der ISO-Wert ist ja eh in der Analogfotografie der Film oder die Empfindlichkeit des Films. Und also ich habe schon mal nachgesehen, also der Blitz, den bekommt man so um die 15 Euro. So, und dann kommen wir zum Prunkstück und zwar zu der Kamera und zwar die Fujika AX3 beziehungsweise ich habe hier eine, die Porst CR5 hier in diesem Silber und muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich echt sehr, sehr cool und sieht auch meiner Fujifilm X-T5 sehr ähnlich. Das liegt vielleicht daran, dass eben Fujika, beziehungsweise unter dem Namen Fujika hat eben Fujifilm von 1940 bis in die 80er Jahre eben Kameras gebaut und verkauft. Und eben hier auf dem deutschen Markt eben hat das Foto Porst übernommen und hat die dann eben selber umgelabelt. Es gab zum Beispiel die Praktika, meine ich, hat auch Porst unter Porst verkauft. Ja, was ich nur schade finde, hier steht nicht CR7, wenn mir mal, ich habe hier auch noch eine, ich habe mir eben auch erst vor kurzem mit CR7 gekauft und hier seht ihr schon, hier steht CR7 drauf. Das finde ich hier ein bisschen schade. Aber sonst sieht die echt sehr gut aus und sie funktioniert auch. Und ich kann ja auch mal kurz auslösen, habe sie auch mal an. Dann, jetzt geht es natürlich nicht, muss ich spannen. Also ist manuell richtig spannen. Und dann Verlustzeit mache ich mal ein bisschen kürzer. Bling. Also echt sehr cool und fokussieren auch manuell, da musste ich mich auch erstmal
dran gewöhnen. Also ist ja gar nicht so einfach, manuell zu fokussieren. Hier haben wir auch, oder hier habe ich jetzt noch ein 35 mm Objektiv drauf, also die perfekte Reportage, Brennweite oder für Street Photography, wobei ich ja da eigentlich eher die 18er APS-C bevorzuge, also 27, 28 Kleinbildoptik, aber mit 35 kann man auch, oder finde ich, ist auch eine sehr gute Brennweite. Also ich nutze auch sehr gerne eben mein 23er, meine Fujifilm-Kamera, und das entspricht ja von der Optik einem 35 mm Kleinbild. Und ja, das Objektiv, ja, hat ein bisschen Staub und ein bisschen hier, ja, sieht nicht mehr so toll aus, aber kein Schimmel oder so. Also bin echt sehr, sehr überrascht, weil, ja, ich schätze auch, das Objektiv wird auch seine 30, 35 Jahre alt sein. Und die Kamera würde ich mal wertschätzen, oder sag mal so 30 Euro, 30, 40 Euro, also ja. So, und dann kommen wir zum Teleobjektiv, das dabei war, mit dem ich leider nichts anfangen kann, weil es ein M42 Bajonett hat und das eben die Porst, ja, das Fujika Bajonett. Es gibt einen Adapter, aber ich habe irgendwie nichts gefunden. Also wenn ihr wisst, wo ich so einen Adapter bekomme, also M42 auf das Fujika X Mount oder Porst X Bajonett oder so, dann schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare. Ja, das Objektiv sieht eigentlich auch sehr noch sehr gut aus und so. Hier, ja, ist halt auch ein bisschen Staub drin, aber das ist ja so bei den alten Objektiven. Es hat hier schon eine kleine, ja, es sieht eigentlich eher aus, wie wenn da mal so ein Aufkleber gewesen wäre. Ah, wo war ich? Jetzt selber noch schauen, wo ist er hier? Hier? So. Das ist wahrscheinlich ein Aufkleber gewesen. Muss ich mal schauen. Ich werde mir eben mal nochmal irgendwie so Reinigungsbenzin oder Reinigungsalkohol oder sowas besorgen. Und dann werde ich mal schauen, ob ich diese Kleberreste, ob ich die ja rausbekomme. Dabei ist auch, oder war auch hier, dieser Objektivköcher aus Leder. Und ich würde vom Geruch her, würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall ein echter Leder. Allerdings glaube ich nicht, dass hier das Objektiv hier reinkommt, weil ihr werdet es gleich sehen. Ja, geht nicht zu. Also klar könnte ich ein bisschen hier drücken und so, aber das möchte ich ja nicht. Also, aber es ist zumindest hier so ein bisschen geschützt. Ich musste meine SD-Karte austauschen und deswegen kann es sein, dass die Kamera jetzt ein bisschen anders positioniert ist, aber ja, ich glaube, das passt schon. Und ja, kommen wir zum letzten Objektiv, das dabei war, auch in so einem schicken Lederköcher, und ich meine auch, das ist echt Leder, weil es riecht, oder es stinkt nicht, es riecht nach Leder, aber es stinkt nicht, also ich sag mal so, es fühlt sich so wie bei meinem Sessel an. Und bei meinem Sessel weiß ich eben, das ist echt Leder. Und deswegen würde ich auch sagen, das hier ist echt Leder. Und ja, wir haben hier eben das Nifty 50. Ja, ist auch schon ein bisschen Staub drin. So ein paar kleine Kratzerchen oder so. Aber ich hoffe einfach mal, dass das irgendwie keinen Einfluss auf die Qualität hat. Und ja, das Objektiv wurde ja damals im Kit verkauft, zusammen mit der Kamera. Ich denke mal, eben der Vorbesitzer hat das auch in diesem Kit gekauft. Und ja, dann die, eben die anderen Objektive dazu. Und
Ihr habt ja gerade gesehen, an meiner CR7 habe ich auch dieses Objektiv. Das habe ich mir gekauft und dafür habe ich 50 Euro gezahlt. Also 50 Euro das Objektiv. Und wenn man so schon drüber nachdenkt, bin ich eigentlich schon über die 50 bzw. mit Versand 57 Euro vom reinen Wert drüber, die ich bezahlt habe. Und ja, muss ich sagen, echt sehr cool und sehr guter Preis. Was ich vergessen habe zu sagen, auf den Objektiven sind, also auf jetzt dem Objektiv und auf diesem Teleobjektiv ist noch ein UV-Filter drauf als Schutz, aber ja, die sind auch schon recht verkratzt und sehen nicht mehr so gut aus und die werde ich dann auf jeden Fall nicht mehr nutzen. So, ich zeige euch jetzt noch die Tasche, ja, allerdings mit meinem Smartphone, aber mein Smartphone hat ja eine Leica-Kamera und meine XE5 ist gerade wegen Überhitzung ausgegangen. Ja, die Tasche sieht, finde ich, noch sehr gut aus, also hier ist ja schon gerissen, aber so, ich sag mal, sie macht, was sie soll, sie schützt die Kamera. Sie schützt die Objektive. Ja, hier so. Sieht ein bisschen aus wie so eine Sporttasche, finde ich. Und ja, wenn ich wackel, ihr wisst ja, ich habe einen Tremor. Tremor, also heißt ja so ein Zittern immer ein bisschen. Und ja, genau das. Und ja, der Wert. Würde ich mal sagen, der Tasche bestimmt auch noch so 10, 15 Euro. Und ja, wenn man mal so zusammenrechnet, dann kommen wir hier so auf, oder würde ich so schätzungsweise auf einen Wert von circa 150 bis 200 Euro kommen. Und wenn ich das bedenke, dann habe ich echt ein sehr gutes Schnäppchen gemacht. Und ja, das 35mm Objektiv, das werde ich an meiner CR7 jetzt mal testen. Da habe ich nämlich aktuell auch gerade einen Film drin. Und ja, das werde ich jetzt eben am Wochenende eben ein bisschen testen. Wenn ich dann die Ergebnisse habe, dann werde ich euch die natürlich auch zeigen. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Michi. Peace and out.